Ich habe dir auch schon vor Stunden gesagt, du sollst dir eine Wasserflasche machen mit und eine Taucher-Moped hier. Ach, Quatsch, ey. Die ist nur was für Loser. I'm a loser, baby. Why don't you kill me? So, mal alles leer gefarmt hier. Ich gehe übrigens auch nur noch über das Boot, weil ich glaube, dass man sonst mehr Ressourcen, also Trinken und Nahrung verbraucht. Also doch verkleinern? Ja, nein, eigentlich auch nicht, weil wir haben ja extra so viel Fläche, damit wir auch möglichst viel an Land ziehen, an Ressourcen, weißt du? Mhm. Also es ist ja ein Für und Wider. Ich würde es halt nur nicht so quadratisch riesig lassen, sondern echt in dieser L-Form. Können wir ja machen. Ist so schon ganz praktisch. Und gerade eben wollte ich ein bisschen was abbauen, damit wir ein bisschen mehr Ressourcen wieder haben. Aber jetzt fahren wir ja auch wieder. Und wenn wir fahren, dann haben wir auch wieder was an Ressourcen an Bord. Muss man ja fairerweise sagen. Das ist wohl wahr, ja, ja. Ja, ja. Es ist halt, wenn du streamst, ne? Ich hatte ja am Freitag, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, habe ich ja den Farm-Stream gemacht, ne? So knapp 2 Stunden. Echt? Mhm. Also, achso, okay. Dann hast du ein bisschen gespielt einfach, oder was? Eigentlich nur gefarmt. Nur gefarmt, okay. Ja, so gut wie nichts gebaut. Natürlich geangelt, ja, weil ich ja am Leben bleiben musste. Ja. Ein bisschen Ressourcen aufgebaut und aufgefüllt. Ja. Sowas eben. Na, okay. Verstehe ich. Hatten wir ja auch besprochen. Gut, ja. Da war nichts los, weil guckt sich ja keiner an, sowas. Hat keiner zugeguckt oder so? Ja, naja, doch, irgendeiner war dabei, aber der war komisch. Hat eigentlich dieses komische Ding hier irgendeinen Sinn? Dieses mitten hier reingebaute Stück Brett? Nein, aber ich bin schon wieder ins Wasser gefallen durch ein Loch, was gar nicht da ist. Ja, ich hab's wieder gesehen. Der Hai kommt auch schon zu dir. Ich komm nicht hoch. Soll ich anhalten, das Boot, oder was? Nee, ich hab's geschafft. Also kann ich das Ding hier abbauen, oder was? Ja, da ist ja nichts dran, ne? Nö, nö. Das nervt mich einfach nur. Wo kriege ich denn einen Bolzen? Aus Metall. Du nimmst dir ein geschmolzenes Metall, das da hinten schmilzt gerade. Haben wir keins mehr? Hier rumfliegen? Nee, wir sind gerade erst mit Metallschmelzen angefangen. So. Also ich habe noch eins dabei. Ich kann dir immer eben eins geben. Ja. Bitte sehr. Dritte Kiste, glaube ich. Dritte, okay. Ja, ja, Metallbarren. Und dann kannst du daraus einen Bolzen herstellen. Bolzen. Ja, haben wir noch irgendwo Schrott? Letzte Kiste. Da müsste einiges an Schrott schon da sein. Ja. Okay, danke. Endlich. So. Dann mache ich uns jetzt hier nämlich ein romantisches Schlafzimmer hier hoch. Hm. Können wir dann die Nacht über schlafen, oder wie? Ja. Das ist ja geil. Warum haben wir das denn noch nicht gemacht, wir Holzköpfe? Ich Holzkopf. Ich sollte das ja die ganze Zeit schon bauen. Gut, die Kurve. Du hast, glaube ich, irgendwas verloren. Ach, Mann. 3 Kerzenflaschen. Dann her damit. Du bist voll. Würde ich behaupten. Nein. Nein. Da. Ich blöd. Ach, da. Jo, danke. Da ist eine Truhe, die will ich. Ach, eine Truhe, eine Kiste. Nein, ein Fass. So. Machst du wieder ein selbiges auf? Hm. So. Schön die beiden Betten jetzt hier hochbauen. Weißt du, dann soll noch irgendeiner sagen, ne? Diese Metallverschmutzung wäre nicht super. Habe ich jetzt gerade Metallverschmutzung gesagt?
Ja, aber. Das ja, ich habe an Metall gedacht und was anderes wollte ich sagen. Okay. Ah, ich habe eine gute Idee. So. Ich benötige nochmal so eine Spelze. Oh, dafür brauche ich ein paar Nägel. Nägel sind hier. Nägel, bam bam. Hast du Nägel? Ja. Dann hier nicht, sondern hier muss ich das Ding hinhauen. Dann muss ich wieder die Holzböden nehmen. So und so und so und so. Ich glaube, das wird jetzt was super Romantisches, was ich vorhabe. Und dann dreht man den Spaß. 1. Ach, 2. Also wir könnten uns jetzt, glaube ich, schon mal hinlegen. Einfach damit es wieder Tag wird. Machen wir zum Testen. Jetzt gehen wir schnell. Ist immer so schnell? Ja. Sollen wir das Ding da hinten oder ist das zu weit weg? Was denn? Da ist eine Kiste. Ich glaube, wir kommen da nur mit Paddeln hin. Kann das sein? Da hinten. Ja, versuche ich mal. Das ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Schaffen doch, das wäre schon ganz nice. Das wäre so super. Da sind ja auch meistens irgendwelche Anleitungen und sowas mit drauf, ne? Mhm. Deswegen ist das schon ganz gut, wenn wir das auch haben oder kriegen. Ich kann sozusagen zugucken, wie beim Paddeln, Essen und Trinken nach unten geht. Gerade zusehen, wie der Hai mitten ins Bodenloch gerissen hat. Das ist ein ganz lieber Hai, ist das. Ja. Ich mag ihn auch, super. Sehr sympathischer Typ. Was willst du machen, ne? Hai sind immer die gleichen. Alle gleich. Wie der weiße Hai. Immer noch nein. Möchtest du vorne an der derzeitigen Spitze mal eben sammeln? Kann ich machen, wenn du mich mal eben hier meinen Scheiß zu Ende machen lässt. So, ja, jetzt. Dann lohnt sich nicht mehr. So, was soll ich jetzt sammeln? Na, wir fahren gerade ein paar Sachen vorbei, die nicht in die Netze gehen. Da dachte ich, Holz und so. Ja, du weißt, Holz, ich bin ein Looter King. Es gibt Dinge, da würde ich jetzt ja sagen, aber hier für ein Plastikstück, wovon wir 200 haben. Jetzt hier keine abmachen. Aber ich bin bereit, um auf die Insel zu jumpen. Also fährst jetzt schön brutal um, ja? Ja. Richtig rammen war dieses Scheißfloß. Und jump. Hüpf, hüpf. Kann ich das Ding jetzt hier abbauen? Ne. Upsala. Gut. Jetzt gekriegt. Ich habe gekriegt. Was? Hier so ein Scharnier habe ich gekriegt. Sehr gut. Wollen wir es nicht bauen? Ja. Aber das war das einzige wirklich ansatzweise Wichtige, das ich jetzt hier gekriegt habe. Leg das Scharnier hier auch mal einfach rein. So und so. So. Und ich habe schon wieder Hunger. Auch in echt, oder? Nee, in echt nicht. IG.
IG? IG Im Metall Game. Oder was? Ja, ja, im Game. So. Sind wir wieder auf Sammelkurs? Ja, ne? Weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich gerade nicht. Ich fülle gerade nochmal wieder die Flasche mit genügend Wasser. Mhm. Damit sie wieder komplett voll ist. Das finde ich immer ganz geil. Wenn die Flasche ganz voll ist, dann braucht man sich gar keine Gedanken erstmal ums Trinken machen. Also von daher ein guter Tipp gewesen. Darf ich dich nur wie immer freundlich dran ermahnen, so ein bisschen die Ordnung, gerade in den Außenkisten, aufrechtzuerhalten? Ich habe immer nur draufgelegt. Ich habe nirgendwo wild was reingeworfen. Ich habe nur draufgelegt. Nehme ich mir nicht an. Gut. Immer draufgelegt. Außer in dieser komischen in der Mitte hier, da beim Ofen, dieser Holzkiste. Da musste ich, weil wir einmal auf die Insel wollten, wie bescheuert reinwerfen. Das war bei den Blumenkisten. Da hatten wir nämlich plötzlich eine Wassermelone oder zwei Wassermelonen drin und eine rote Blume war da, wo keine rote Blume reingehört. Okay. Das Übliche. Ja. Ja, das muss dann der Hai gewesen sein. Okay. Der macht doch nur Unsinn, der Hai. Das ist halt eine ganz, ganz dumme Sau, ist das. Mhm. Finde ich auch. Sehr unsympathisch. So. Haben wir hier oben schon mal ein schönes, nettes Bett. Mit drei, ich will betonen, drei Kerzen. Hm. Du bist aber wirklich so ein Romantiker, oder? Mhm. Natürlich. Kleiner Romantiker. Jetzt baue ich uns hier noch einen schönen Sichtschutz. Ja. Damit nämlich diese Massen an Menschen, ne, die hier an unserem Floß vorbeischwimmen, uns nicht bei... Heilige, das soll keiner sehen. Das sollte lieber keiner sehen. Ja, doch. Also im Spiel, also... Nein, warte mal. So, ja, ja, nein, doch, ja, ja. Jetzt ist es wieder da. Ups. Der Hai kommt von hinten, der Hai kommt. Ah. Nein, weißt du, wenn das Mikrofon abstürzt, dann habe ich nichts mehr in der Aufnahme, dann hört man mich nicht mehr und dann muss ich sofort irgendwas mir einfallen lassen. Ja. Verstehe ich natürlich. Haben wir einen Anker? Nee. Ich baue mal eben. Anker, Anker, Anker. Den Festen kriegen wir noch nicht hin, ne? Ja, das dauert zu lange. Da müssen wir wahrscheinlich noch Metalle schmelzen. Ich bin ja dabei, das zu tun, aber... Mhm. Wenn du einen hast, dann Problem. Sofort... Warte eine Sekunde. Ja, ja, mache ich dann. Aber nicht mehr sofort ankern, weil wir rutschen an der Insel gerade vorbei. Ja. Stress mich nicht, dann kriege ich da doch alles hin. Jetzt habe ich die Steine woanders hingeworfen. Das dauert natürlich alles länger dann. Wurfanker herstellen. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich habe doch gerade erst gegessen, du verdammter Dreckskörper. So, Anker wird jetzt platziert. Platzieren, pick up, werfen. Jupp. Super. Wir müssten noch ganz gut getroffen haben. Hm, denke ich auch. Sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Sollte machbar sein. Ja, dann gucken wir uns die Insel in der nächsten Aufnahme an, oder was? Ja, komm, lass uns Schluss machen für heute. Das reicht. Ich mach Schluss. Die Truhe, die will ich noch haben. Oh, ich hab's sogar getroffen.
komm, ich ernte das noch eben, wenn es erntbar ist. Also so lange müssen wir noch machen, bis es erntbar ist. Naja, dann machen wir. Also, wie hat es dir heute gefallen? War heute gut? War heute erfolgreich? Oh ja, ne? Kann man doch so sagen, oder? Ja, finde ich auch. Heute haben wir wieder was geschafft. Und ich finde auch, wir werden immer professioneller. Also. Was? Ja. Man muss es ja nicht immer übertreiben, soll ja noch Spaß machen, aber ich finde, wir machen das schon ganz gut. Wir sind die Profis. Profis. Richtige Profis. Boah, und dann, ich sehe schon so viel von diesem Seetang da unten. So viel Seetang. Ich freue mich schon so, da runter zu schwimmen. Mhm. Für grünen Glibber. Für Glibber tue ich doch alles. So, nochmal eben voll essen, damit die nächste Aufnahme auch nicht stressig beginnt. Ist auch eine gute Idee, oder? Mhm. So, wieder auffüllen. Planke platzieren. So. Wassermelonen sind ja auch schon gewachsen. Mhm. Du erntest die jetzt einfach nur, oder was machst du jetzt Besonderes? Ich ernte die dann nur, wenn die erntbar sind. Also in dem Moment, wo man sie ernten kann. Ach, kann man jetzt noch gar nicht. Ach, so. Die sind noch nicht reif. Ja. Ach so. Da haben wir schon zwei pralle Melonen, muss man sagen. Mhm. Die werden noch größer? Ja. Respekt. Respekt, dass sie noch größer werden können. Stimmt. Respekt. Ohne was zu looten, versuche ich jetzt mal auf die andere Insel rüber. Gucken, ob das möglich ist. Ja, ist möglich. Hier ist auch eine Kiste, aber ich habe sie nicht aufgehoben, weil ich, wie versprochen, sie jetzt nicht looten werde. So, schön auf dich warte. Ich brauche ein neues Paddel. Dafür brauche ich nur ein Seil. Seil hatten wir doch bestimmt noch über. Da gehe ich auch von aus. Hier war mal Seil drin, da ist kein Seil mehr drin. Hier ist gar nichts mehr. Da ist der Hai beißt. Wir töten den nicht, ne? Ne, ne, haben wir ja gesagt. Mach mich kaputt, du Penner. Penner, ey. Hat er wirklich kaputt gemacht. Ja, wenn ich sag, dann mach ich das wirklich aus der Logisch. Yassin. Boah, selbst die Taucherflasche geht kaputt. Das kann doch nicht sein. Zweimal länger getaucht oder dreimal länger getaucht und schon ist ein Drittel weg. Hier geht alles kaputt in dem Scheißladen. In dem Scheißladen. Aber kannst du dann unendlich tauchen oder einfach nur länger? Nein, deutlich länger, aber nicht unendlich. Ach, du so, stirbst okay. Genauso wie alle anderen. Okay, alles klar. Dann ist ja super. Dachte schon. Ja, cool. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Freut mich, aber wir kommen immer weiter. Kommen immer weiter. In kleinen Schritten, aber wir kommen. That's what she said. Ja. So sind wir beide. Mhm. Machst du jetzt eine gerade noch? Ich habe noch ein bisschen Wasser aufgefüllt. Also erstmal in meinen Balch und dann. So. Ja, dann haben wir es geschafft für heute, wa? War oder was? Hätte ja auch ein paar Minuten später abstürzen können, diese scheiß Software. Aber naja, was willst du machen? Ist das halt so ist mit der modernen Technik. Gut. Genau. Dann bedanken wir uns an der Stelle wieder ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mhm. Ja, und schaut gerne rein. Morgen geht's weiter mit einer neuen Folge von Raft oder einem der vielen anderen Let's Plays auf unserem Kanal. Die beginnt Dank, dann mit Gorilla. Uns beiden im Bett. Das könnte passieren, man weiß es nicht. Nee. Hoffentlich merkst du das für die nächste Aufnahme auch. Ja, merke ich mir. So denk dran, ich bin heute viel gepaddelt. Aber den Rest überlasse ich deiner Fantasie. Und den der Zuschauer, ja. Genau. Super, also bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.